willkommen im hessischen Hollywood. Es regnet zwar in Strömen, aber wir Netzreporter sind hartnäckig und berichten heute hautnah vom roten Teppich. Denn zum 25. Mal wird heute hier der Hessische Film- und Kinopreis verliehen. Auch die Nominierten trotzen natürlich dem Regen und reisen hier in Frankfurt hinter uns an. Wir haben schon einige gesichtet, denn jeder möchte einen der begehrten hessischen Oscars abstauben. Nominiert sind zum Beispiel Jasna Fritzi-Bauer oder Alvara Höfels, die man aus dem bekannten Keinohrhasen kennt. Und wie die Nominierten vor der Veranstaltung jetzt so drauf sind und ob sie schon ein wenig aufgeregt sind, das schauen wir jetzt. Ja, Blitzlichtgewitter bestimmt gewöhnt, aber steigt dann doch immer noch mal das Adrenalin, wenn hier die Fotografen stehen und das Gewitter losgeht? Na, auf jeden Fall immer wieder, oh Gott, jetzt schreien die einen an, das ist nicht normal. Also ich meine, ich habe auch ein ganz normales Leben und mache meinen Beruf und da ist natürlich nicht so viel Blitzlichtgewitter, von daher bereitet man sich da innerlich schon ein bisschen drauf vor. Früher war ich immer fast ein bisschen ängstlich und dann habe ich mir vorgenommen, ich wandle einfach die ganze Angst in Spaß um und dann geht's. Was ist heute das Besondere an dem Abend? Also, der ganze Abend ist natürlich besonders. Es ist eine ganz große Veranstaltung geworden. Wir haben sehr klein angefangen. Mittlerweile ist es ein sehr renommierter Preis. Schon fast wie zu Hause hier in Hessen. Ja, ein bisschen schon. Leider regnet es immer, wenn ich da bin. Ich mag das hier in Frankfurt in der Oper. Das hat was Familiäres. Die Hessen mag ich gerne. Die sind leichtfüßig, lebensfroh und auch relativ also sehr ungekünstelt. Und ich bin gerne hier. Ja. Dann heißen wir Sie herzlich willkommen. Das auch nicht. Danke. Wünscht, glaube ich, jeder sich sehr, für seine Arbeit honoriert zu werden und gesehen zu werden. Ich drücke allen die Daumen, weil es ist immer schön, einen Preis zu bekommen. Also nominiert ist schon alles, finde ich. Also da brauche ich den Preis eigentlich nicht mehr. Das wäre schön, aber das ist schon Auszeichnung genug jetzt. Wir sind hier mitten auf dem roten Teppich in der alten Oper und hinter uns sind Stars und Sternchen vorbeigelaufen und alle suchen jetzt ihre Plätze. Von Volker Bouvier über Herbert Grönemeyer bis hin zu Iris Berben zittern sie alle mit den Nominierten mit. Die Kamera muss leider draußen bleiben, aber wir beide schauen jetzt mal, was da drin so los ist. Feiern ihre Siege. Wir gratulieren allen sehr herzlich. Das war's von uns, von den Netzreportern aus Frankfurt, aus der alten Oper. Mein Name ist Judith Schneider. Und ich bin Elisa Lucius. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's von uns. Bis bald.